Sie sagen, Herr Spahn, so sehr historisch war der Ausdruck des Kanzlers, war das alles nicht. Warum nicht? Warum reicht das nicht? Weil es sich, also es ist alles nicht falsch. Vieles ist, geht in die richtige Richtung. Aber es setzt nicht an dem Kern, an der Kernfrage an, die irreguläre Migration zu, also ich sage, illegale Migration muss eigentlich auf Null, sie ist illegal. Erstmal zu begrenzen oder zu beenden. Es sind Themen drin wie Abschieben besser Recht durchsetzen zu können, möglich zu machen. Es sind Themen drin beim Thema Integration, in Arbeit bringen, alles richtig. Es sind Themen drin, die sich mit den Finanzfragen beschäftigen, wie man die Kommunen unterstützen kann. Ist alles richtig, aber die Kernfrage, wie kriegen wir es tatsächlich hin? Jeden Tag kommen 1000 Menschen neu in Deutschland an. Wir sind ja kein Einwanderungsland, wir sind ein Einreiseland. Man reist ein und bleibt und hat ab dem ersten Tag Ansprüche. Das funktioniert offenkundig nicht. Das überfordert die Städte, Gemeinden. Es hat auch keine Akzeptanz. Das ist ja das, was wir jeden Tag sehen. Und das ist keine Einwanderung, einfach nur, es findet statt. Und dies muss begrenzt werden. Diese Zahlen müssen deutlich runter. Und ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, einfach durch die Realität. Wir werden es ja sehen, wenn das hoffentlich jetzt alles gesetzt wird. Aber ich bin ziemlich überzeugt davon, dass das, was da vereinbart wurde, einfach nicht reicht. Genau. Und die große Frage, und das ist ehrlich gesagt die einzige Frage, die ich habe, wie machen Sie es dann? Es fängt an. Zum einen ist die Frage sozusagen, was wir national tun können. Das sind übrigens ganz konkrete Themen, die man auch sofort tun könnte, die vorgeschlagen wurden, auch von unserem Ministerpräsidenten, den Familiennachzug zu beenden für subsidiär Schutzberechtigte. Da kommen auch jedes Jahr zigtausende über den Weg. Freiwillige Aufnahmeprogramme zu beenden, würde auch sofort einen Unterschied machen. Dann ist das große Thema natürlich die EU-Außengrenze. Und ich bin sehr sicher, wir werden dahin kommen. Einige werden noch lange brauchen, vielleicht bis sie das so sehen. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass es notwendig ist, dass wir an der EU-Außengrenze eben nicht mehr einfach nur es passieren lassen können, sondern dort muss entschieden werden, wer warum weiterkommt und wer eben nicht. Und wer nicht weiterkommt, kommt dann auch nicht weiter. Sie sagten notfalls bis hin zu physischer Gewalt. Da gab es einen riesen Aufschrei. Wie meinen Sie das? Naja, versuchen Sie mal am Frankfurter Flughafen durch die Passkontrolle zu rennen. Man wird sie aufhalten. Das, mit physischer Gewalt. Das ist physisch, ja klar. Also das ist ja bei jeder Demonstration, die man auflöst, bei Klimaklebern, die wir von der Straße holen, das ist Staatsgewalt. Der Staat setzt Recht durch. Und wenn der Staat oder in diesem Fall die Staatengemeinschaft der EU sagt, es gibt Recht, es gibt Regeln, wer unser Staatsgebiet der Europäischen Union betritt und wer nicht, dann muss doch diese Staatengemeinschaft auch in der Lage sein, an der Grenze diesen Unterschied zu machen. Das heißt für mich zum Beispiel aber auch, dass diejenigen, die im Mittelmeer gerettet werden, die aus dem Mittelmeer kommend ankommen, zurückgebracht werden an die nordafrikanische Küste. Die bringen Sie sofort zurück. Das ist die Idee. Das ist die Idee deswegen, weil wenn Sie das 4 Wochen konsequent machen, zahlt kein Mensch mehr 10.000 Euro für einen Schleuser, um sich auf diesen gefährlichen Weg zu machen. Dieses furchtbare Sterben. Wir sehen ja diese Bilder, es ist ja herzzerreißend. Dass die Menschen sich auf diesen gefährlichen Weg machen. Und das wird ja nur aufhören, wenn klar ist, dieser Weg funktioniert nicht. Das heißt, die Leute kommen an, sie bringen sie sofort zurück. Ja. Und wie weit geht physische Gewalt? Also das wird ja dann immer gleich versucht, irgendwie nach dem Motto Schießbefehl. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Die deutsche Polizei, die europäische Polizei, wir haben gerade über Demonstrationen gesprochen, ist jeden Tag in der Lage, in Deutschland eine Demonstration aufzulösen, ohne dass irgendjemand also was schießen müsste. Sondern das heißt am Ende zu sagen, Zäune sind physische Gewalt. Wir bauen gerade mit deutschem Steuergeld, EU-finanziert, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, werden Zäune gebaut, um physisch Menschen davon abzuhalten, weiterzugehen. Und das heißt aber das ist noch keine physische Gewalt, das ist ein Zaun. Naja, wenn sie dann aber über diesen Zaun klettern, wird man sie hoffentlich jedenfalls dann festhalten und wieder auf die andere Seite bringen. Und wenn sie nicht auf die andere Seite wollen, wird man sie eben mit Staatsgewalt darüber bringen. Das Durchsetzen von Abschieben ist übrigens ja auch nichts anderes. Wenn jemand nicht ausreisen will, er wird aber gezwungen auszureisen, ist das Durchsetzen von Recht durch die Staatsgewalt. Und ich finde das eigentlich was ziemlich Selbstverständliches. Und ich finde, wir müssen auch wieder anfangen, diese selbstverständlichen Dinge einfach, es ist hart. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie schön wäre. Das ist auch nicht so, dass man da Freude dran hat. Aber trotzdem ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass Staat Recht durchsetzt und das eben gegebenenfalls auch mit Zwang.
durchsetzt. Das ist das, was Staatsgewalt und Monopol des Staates ausmacht. Und Sie sagen, Sie gehen davon aus, dass irgendwann, in wie vielen Jahren auch immer, werden die EU-Außengrenzen dicht sein? Es hat, so wie es jetzt passiert, und seit Jahren passiert, passiert nicht erst jetzt, seit vielen Jahren passiert, überfordert es die Gesellschaften. Also wir müssen ja mal anerkennen, vor allem die Deutschen, aber auch die Europäer insgesamt, aber gerade auch die deutsche Gesellschaft hat ja wahnsinnig viel geleistet in den letzten Jahren. Also inklusive der Ukrainer 3,5 Millionen Menschen neu in 10 Jahren aufzunehmen und das überhaupt alles zu schaffen, so wie wir es geschafft haben, ist immens und ging nur, können die Deutschen auch stolz drauf sein. Aber gleichzeitig sehen wir einfach, wir sind an Grenzen dessen, was ganz praktisch geht. Kita, Schule, Wohnungsmarkt, wir haben nicht mal die Wohnung. Aber es hat auch keine Akzeptanz. Also das muss man übrigens auch bei mir nicht. Ich will das auch so nicht. Es hat in einer großen Mehrheit der Bevölkerung so keine Akzeptanz. Und jetzt kann Politik trotzdem so tun, als gäbe es diese Situation nicht und einfach weitermachen, als wäre es nichts. Dann ist meine große Sorge, und das war das Zitat, was Sie vorhin hatten, wenn die demokratische Mitte diese Frage der irregulären Migration nicht beendet, wird die irreguläre Migration die demokratische Mitte beenden. Heißt, es werden Radikale, wie wir es in einigen europäischen Ländern schon sehen, möglicherweise dann an die Macht kommen. Und dann werden möglicherweise die diese Grenzen noch ganz anders schließen, als wir uns das nur vorstellen wollen. Ich will das nicht, aber es geht, so dramatisch muss man es fast sagen, um die Existenzfrage der repräsentativen, der Demokratie in Europa, ob wir es schaffen, irreguläre Migration unter Kontrolle zu bekommen oder nicht. Da bin ich mittlerweile fest von überzeugt. Frau Pinzler, wie schauen Sie da drauf? Ja, wir sind jetzt an einem Punkt, wo ich Probleme mit der Wortwahl von Herrn Spahn habe. Aus mehreren Gründen. Einmal glaube ich, dass die Art und Weise, wie er diesen Gipfel, den wir am Montagnacht bis Dienstagmorgen von außen versucht haben zu verfolgen, dass er den schlecht redet, weil er nicht mit am Tisch gesessen hat. Ich glaube, nicht. Bei Herrn Merz ist es ebenso. Denn wir haben ja CDU-Ministerpräsidenten, die diesen Beschluss mitgetragen haben. Und ich würde schon sagen, der geht deutlich weiter als das, was in vielen anderen Runden vorher beschlossen worden ist. Er will mehr Grenzkontrollen, er reduziert die Zuwendungen an Menschen, die hierher kommen. Er prüft sogar Zentren, möglicherweise in anderen Ländern, wobei das ja bisher nirgendwo funktioniert. Lassen Sie mich auch mal ausreden, Herr Spahn. In Ruanda, die Briten haben es mit Ruanda versucht, wir haben einen Reporter hingeschickt, da ist bisher noch keiner angekommen. Das funktioniert offensichtlich so einfach dann eben nicht. Und worauf ich hinaus will, ist, dass dieses Suggerieren, dass es die einfache Lösung gibt. Wir bauen den Zaun um Europa und dann sind wir geschützt vor allen. So funktioniert es nicht. Selbst die Länder, die das massiv versucht haben, schauen Sie sich Polen an, wo die Wortwahl gegenüber Menschen, die gekommen sind, noch viel härter war als das, was Herr Spahn gesagt hat. Und dann stellte man fest, naja, die haben eine Viertelmillion Illegale oder haben eine Viertelmillion Visa ausgegeben, weil sie die Leute für die Arbeit brauchen. Und ich glaube, darüber reden wir nachher auch noch, dass wir ja Menschen hier brauchen. Das ist sozusagen das Dilemma, in dem wir stecken. Aber bevor wir dazu kommen, ja. Ich glaube, dass wir dadurch, dass wir, wenn wir mit der Sprache nicht fürchterlich aufpassen, wir in einer Situation, in der wir die Rechten und linken Ränder haben, denen die Argumentation zuspielen. Also wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht nur von Zahlen, von Menschenmassen reden, von der Überwältigung, sondern dass wir immer im Kopf haben, dass es um Menschen geht. Wenn wir beispielsweise von illegaler Migration reden, dann reden wir und das davon, dass wir die abschaffen wollen, dann reden wir auch davon, dass wir das Asylrecht abschaffen wollen. Weil jeder Asylant, der hierher kommt, ist erstmal ein illegaler Migrant, bis er sich bei der Polizei gemeldet hat. So, also ich bin dafür sehr feine Unterschiede, weil dieses Thema sich so unglaublich leicht verhetzen lässt. Und weil es am Ende immer um Menschen geht. Und ich glaube, das müssen wir im Kopf haben. Egal, wie wenig wir wollen, dass Menschen kommen. Wenn ich kurz darauf reagieren darf. Das Erste ist, ja, unsere Ministerpräsidenten sagen übrigens das Gleiche, wie ich gerade gesagt habe. Herr Wüst sagt eher, nee, mit der Sprache ein bisschen runterdimmen. Nein, Herr Wüst hat das Gleiche gesagt wie Herr Rhein, wie Herr Kretschmer, wie alle unsere Ministerpräsidenten. Das, was dort vereinbart wurde, ist alles nicht falsch. Tragen Sie alles mit, aber es reicht nicht. Es ist ja übrigens so, dass unsere Ministerpräsidenten tatsächlich weitergehende Vorschläge gemacht haben, die mit der SPD und vor allem wahrscheinlich den Grünen nicht zu machen waren. Insofern, wissen Sie, wenn der Gesetzentwurf kommt, meinetwegen Georgien, Moldawien zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären, was ja vereinbart worden ist, nochmal, dann werden wir ja dafür stimmen, wir werden nicht dagegen stimmen. Es ist ja in der Sache richtig.
Aber das reicht halt nicht. Und das ist eine gemeinsame Einschätzung, die wir haben in der Union. Das ist jetzt auch egal, ob sozusagen in der Bundestagsfraktion oder in den Ländern. Da muss man auch gar nicht anfangen, zu versuchen, da irgendwelche Unterschiede zu finden. Die Einschätzung... Na, die Ministerpräsidenten haben es mitbeschlossen. Die hätten ja sagen können, wir machen das nicht mit. Nein, aber es ist doch was anderes, ob Sie sagen, dass die Dinge sind nicht falsch, sind richtig, deswegen tragen wir sie mit. Aber wir sagen, es reicht noch nicht. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und ich glaube, intellektuell schafft man das auseinanderzuhalten, das ist nicht falsch, deswegen machen wir es. Aber gleichzeitig sagen wir würden noch mehr tun, nur leider dafür aktuell keine Mehrheit. Irgendwie offensichtlich jedenfalls bei der Bundesregierung nicht da. In der Gesellschaft bin ich sehr sicher, gäbe es diese Mehrheit. Das Zweite ist Asylgrundrecht, 16a Grundgesetz. Danach werden, glaube ich, 1000 Verfahren im Jahr gemacht. Der 16a ist so geändert worden aus sicheren Drittstaaten. Faktisch ist der gar nicht die Rechtsgrundlage für das, was da stattfindet, sondern die Rechtsgrundlage ist zum Teil Genfer Flüchtlingskonvention. Das sind subsidiär Schutzberechtigte. Das sind ganz andere Rechtsfragen als das Grundgesetz. Deswegen finde ich, die Debatte über das Grundgesetz ist eine sehr theoretische. Es geht eher um europäisches Recht und Recht auch, das durch Gerichte ausgebildet worden ist, wo ja mittlerweile eine Zurückweisung nicht mal mehr möglich ist, nach Urteilen, wenn es in Armut zurückgeht. Nach der Definition machen wir uns in Europa irgendwann bewegungsunfähig. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, werden wir europäisches Recht an der Stelle ändern müssen, auch die Auslegung von internationalen Konventionen. Und ich bin sehr sicher, eine große Mehrheit der europäischen Länder, weil sie die gleichen Themen in ihren Gesellschaften haben, wird das auch mitmachen. Ich fürchte, heißt dass übrigens, die Art und Weise, wie Sie darüber über dieses Thema reden, uns es sehr schwierig machen wird, rational darüber zu sprechen, welche Menschen wir hier denn wollen, welchen wir tatsächlich Schutz geben wollen, weil sie verfolgt werden, weil sie zum Beispiel homosexuell sind oder weil sie Frauen sind oder weil sie wirklich bedroht sind. Welche wollen wir hier, weil wir Fachkräfte brauchen? Also genau diese Diskussion wird immer schwieriger, wenn Sie darüber reden, dass wir mit physischer Gewalt Leute zurückweisen müssen. Das entweder es passiert schon, weil wir Polizisten ja an den Grenzen haben, oder aber Sie suggerieren das, was Frauke Petry von der AfD 3 Jahre früher gesagt hat, die hat den Schießbefehl, den Sie auch in den Mund genommen haben. Den habe ich deswegen in den Mund genommen, weil ja immer alle das sofort assoziieren und das ist einfach Quatsch. Es ist Humbug, erster Teil. Zweiter Teil, glaube ich, es ist sehr wichtig. Aber dann sagen Sie was Selbstverständliches. Aber es ist doch sehr wichtig, Selbstverständliches auszusprechen. Weil mittlerweile, Humbug, ne, ganz kurz, lass uns bitte Ich meinte das Thema mit Frauke Petry und diese Debatte, Schießbefehl, finde ich, ist, können wir anders nennen. Ich will auch gar nicht über Frauke Petry sprechen, aber lass uns bitte ehrlich sein, wenn wir sagen, das schotten wir ab. Sie sagen, Sie brauchen eine Pause. Und ich kann das nachvollziehen. Ja. Wir haben hier häufig Landräte, Landrätinnen sitzen, die sagen, geht so nicht weiter. Und Sie sagen, wir brauchen erstmal Einwanderung null. Nee, das habe ich nicht gesagt. Schon wieder. Habe ich Sie falsch verstanden? Genaue Wortwahl. Ich habe gesagt, illegale Migration null. Und trotzdem, das jetzt immer unterstellt. Irreguläre, Sie sagen noch nicht mal illegale, Sie sagen irreguläre. Aber jeder ist ein irregulärer Migrant. Nee. Jetzt müssen wir wirklich unterscheiden. Bis er legalisiert wird. Einwanderung. Das haben Sie doch gerade selber gesagt. Jetzt lassen Sie mich doch. Einwanderung klassisch, Einwanderungsland heißt, wir suchen aus, wer nach welchen Kriterien, mit welchen Qualifikationen kommt. Das, was Sie ja auch beruflich mit unterstützen. Ist das völlig anderes als irreguläre, ungesteuerte Einreise. Das Zweite ist, Flüchtlinge unterstützen in Kriegsgebieten kann man auch anders als durch das, wie ich finde, sehr wenig humanitäre Recht des Stärkeren. Im Moment geht es nach dem Prinzip, wer schafft es, sich irgendwie durchzukämpfen. Das sind vor allem junge Männer. Ich würde sagen, EU-Außengrenze, so wie ich beschrieben habe, sichern und gleichzeitig, und das unterscheidet dann auch von den Radikalen, rechts oder links sehr klar zum Beispiel, einer von vielen Unterschieden, zu sagen, wir nehmen aus den Kriegsgebieten direkt Kontingente, ausgewählt von UNHCR, haben wir vom Flüchtlingshilfswerk, haben wir früher übrigens auch schon gemacht, werden dann vor allem Kinder sein, Frauen sein, die wirklich Schutz brauchen, aber eben nicht rechte stärkeren junge Männer. Das Dritte ist, die Schutzquote, die Anerkennungsquote ist bei gut 50%. Bei denjenigen, die übers Mittelmeer kommen, ist die Anerkennungsquote, wie ich es gerade richtig im Kopf habe, keine 20%, jedenfalls nicht viel drüber. Das heißt, der Großteil derjenigen, die diesen wirklich gefährlichen Weg auf sich nehmen, aus Gründen, die ich ja verstehe, auf der Suche nach einem besseren Leben, werden am Ende nicht anerkannt werden nach den Rechtsgrundlagen des Flüchtlingsrechts. Okay. Aber trotzdem ja, nach allem, was wir erleben, zu 90% bleiben,
weil wir gar nicht in der Lage sind, das Recht dann überhaupt noch durchzusetzen aus den unterschiedlichsten Gründen. Bis hin zur Absurdität, dass man ausreist und wieder einreist, wieder Asyl beantragt und wieder im System ist, weil es wiederum Monate dauert, deutsche Bürokratie ist da das Stichwort, oder überforderte Behörden, bis dann ein weiteres Mal entschieden ist. Also auch das haben wir dieser Tage gehört. Ich will nur noch mal einmal ganz klar sagen, ich habe gesprochen von irregulärer Migration. Sie sagen, wir brauchen davon eine Pause. Mhm. Das heißt für mich null. Mhm. So. Und dann sollten wir doch uns ehrlich machen. Also erste Frage, wie lange ist die Pause, die Sie sich vorstellen? Ungefähr, ich will es nur verstehen. Ich habe ja gerade schon gesagt, illegale Migration muss beendet werden. Das heißt, für immer. Das heißt, mir ist illegal. Ja, okay, verstanden. Okay. Nein, gut, dass Sie noch mal nachfragen, dann kann ich es ja noch mal darlegen. Wenn wir sagen, wir nehmen als Europa Herr Spahn, 200, wir drehen uns im Kreis. Wir haben das verstanden. Nee, das ist ein wichtiger Unterschied. Abschotten hieß ja, niemanden mehr reinzulassen. Ich ziehe das Wort zurück. Ich meine damit nicht abschotten im Sinne von, wir lassen niemanden mehr rein, sondern der ernsthaft in Not ist. Wir nehmen Kontingente. Sondern wir Sie haben es ja gerade ausgeführt. Wir bestimmen. Der entscheidende Unterschied ist, wir als Staat, als Staatengemeinschaft bestimmen selbst, genau, wer so das Staatsgebiet betritt. Das ist die normalste Regel der Welt. Ich finde, die sollten wir wieder durchsetzen. Sie wollen mich jetzt gerade falsch verstehen oder verstehen mich gerade miss. Wir reden gerade aneinander vorbei. Sie wollen irreguläre Migration beenden. Mhm. Das bedeutet, nur darauf will ich noch mal hinaus, um es einfach noch mal klar zu sagen, wenn jemand es also trotzdem versucht, wenn der versucht, über diesen Zaun zu gehen, über diese Systeme, die wir uns dann ausdenken, wir geben ja auch sehr viel Geld, das weiß die große Öffentlichkeit so auch nicht, auch schon in Afrika aus, ja, entlang der großen Fluchtrouten. Das nennen wir dann Entwicklungshilfe, geben aber das Geld teilweise aus, um Überwachungssysteme zu installieren, Kameras und so weiter, um zu verstehen, was da passiert. Und wir schotten uns da schon in gewisser Weise ab tatsächlich, versuchen das zu steuern. Wenn es jemand dennoch schafft, über diesen Zaun kommt, was machen wir dann mit dem? Wird zurückgebracht zu außerhalb der EU-Grenze oder wenn wir es schaffen sollten, das ist ja dieses Thema mit den EU-Drittstaaten, dort Verfahren zu machen, wird in diesen Drittstaat gebracht. Ich würde nicht nur die Verfahren in Drittstaaten machen, sondern auch die Schutzgewährung in Partnerländern idealerweise dann machen. Aber das passiert, ich verstehe ein bisschen die Debatte, es passiert jeden Tag. Nicht. Ich sage noch einmal, versuchen Sie in Hamburg durch die Passkontrolle zu rennen, wenn Sie gerade aus den USA eingereist sind. Und Sie machen das und Sie werden zurückgebracht zur Passkontrolle. Oder wenn Sie nicht die richtigen Papiere haben, können Sie nicht einreisen. Spahn, ist das Normalste der Welt? Mir geht es nicht darum, das zu kritisieren. Ich will nur, dass wir uns alle und irgendwie auch als Gesellschaft darüber im Klaren sind, was es im Zweifel bedeutet. Ich habe diese riesigen Absperrungsanlagen auch in Arizona zum Beispiel gesehen, im Süden der USA. Ich weiß, was dort passiert. Das ist hässlich. Aber ich verstehe natürlich auch die Position zu sagen, das geht so nicht weiter. Ich habe die Landräte hier sitzen und ich höre die Klage und ich verstehe, dass es so nicht weitergehen kann. Aber wir müssen als Gesellschaft einmal klarziehen und auch verhandeln, was das in letzter Konsequenz wirklich bedeutet. Und wir müssen lassen sich nicht von Grenzen wir müssen aufhalten. Dann das habe ich zu oft gesehen. Über die Landesgrenzen hinaus gucken, was denn in den Ländern passiert. Und dass wir eine gewisse Verantwortung zumindest für einen Teil der Migrationsströme haben.